Dass der neue T-Roc R echte Rennsportgene hat, erlebt man auf jeder Fahrt. Man sieht es ihm aber auch an, denn auch das Innen- und Außendesign steht bis ins Detail im Zeichen der Sportlichkeit. R steht für Racing und das erste Modell, der erste R-Modell gab es 2002 mit dem Golf R32. Das ist das bekannteste Modell und der Golf R zieht sich also durch die Geschichte von 2002 bis heute. Ja, wir haben den Auftrag vom Vorstand, die Marke zu emotionalisieren, Volkswagen zu emotionalisieren und entsprechend auch die Modellpalette zu erweitern. Da haben wir uns angeguckt und sagen, was uns eigentlich fehlt, ist ein Performance-SUV. Es gibt's auch in der Kategorie, gibt's noch nicht so viel. Und der T-Roc R hat uns so gut gefallen und er ist die gleiche Plattform wie der Golf R. Sondern da lag's eigentlich nahe, den T-Roc zu nehmen und das Herzstück vom Golf R in den T-Roc zu verpflanzen, entsprechend dann die Abstimmung machen, Fahrwerk, Fahrsysteme und so weiter und dann ein tolles Performance-Fahrzeug auf die Räder zu stellen. Schon der R-Badge auf der Motorabdeckung zeigt, dass hier ein besonderes Aggregat darauf wartet, seine Kraft zu entfalten. Und die hat es in sich. 221 kW, 300 PS sorgen für eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 4,9 Sekunden. Dahinter steckt moderne TSI-Technologie, die mit Turboaufladung und Direkteinspritzung aus einem kleinen Hubraum eine hohe Leistung herausholt und schon bei niedrigen Drehzahlen für starkes Drehmoment sorgt. Nässe, Eis, holpriger Untergrund, egal. Der Allradantrieb 4Motion sorgt dafür, dass die Kraft des Motors je nach Bedarf auf alle vier Räder verteilt wird. So kann ein Durchdrehen und Blockieren verhindert werden. Und der Sportler gewinnt an Traktion auf fast jedem Untergrund. Wir haben sehr viel reingesteckt in die Abstimmung, in die Fahrwerksabstimmung, um das Fahrzeug, sagen wir, leicht sportlich fahren zu können. Dass im Prinzip ein erfahrener Fahrer und ein sportlicher Fahrer wirklich Spaß an dem Fahrzeug hat, dass es aber jede Alltagstauglichkeit hat, so dass auch jemand, der nicht unbedingt sportlich ambitioniert ist, wirklich das Auto auch fahren kann. Und die Fahreinstellungen, die es gibt, in dem DCC-Fahrwerk von Eco über Komfort normal bis Race, ermöglicht alle Fahrsituationen hervorragend zu meistern. Man kann sehr komfortabel fahren mit der Familie. Es gibt eine Anhängerkupplung zu dem Auto. Man kann bis 1,9 Tonnen ziehen. Man hat eine Dachlast von 75 Kilo. Also alle Hobbys, die man so hat und die man mit dem Auto verbinden kann, kann man auch mit dem T-Roc R verbinden. Und ich glaube, das macht ihn einzigartig. Der Einstiegspreis für einen T-Roc R liegt bei knapp 44.000 Euro.